Leute, willkommen in einem Video. Ich bin's wieder, Philipp. Und das hier ist endlich mein 12. Video auf meinem Kanal Philipp Channel. Im letzten Video habe ich euch ja gesagt, ihr könnt euch entscheiden, ob ich heute lieber die Optimum Zigarre Pin Kollektion oder die Amagargai Xbox aufmache. So, leider habe ich nun diesmal keine Stimmen gekriegt, deswegen habe ich mich einfach selber entschieden. Und zwar mache ich heute diese hier auf, die Amagargai Xbox. Ich will euch einfach mal erklären, warum. Und zwar hat diese Box ja 4 Booster, die andere aber nur 3. Und da wir ja im letzten Video nicht so gute Pulls gemacht haben, habe ich gedacht, will ich diesmal wieder was richtig Gutes ziehen. Und da haben wir eben bei 4 Boostern eine höhere Chance. Außerdem ist da auch Schicksalsspiele dabei und da brauche ich noch einige Karten von. Von den anderen Serien, hier Sonne und Mond und Evolution. Also von Sonne und Mond und Evolution brauche ich ja nicht so viele Karten. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal einfach an. Aber bevor ich die Boxen aufmache, wollte ich euch noch ein paar neue coole Karten zeigen, die ich in letzter Zeit gezogen habe. Und zwar einmal eine aus Sonne und Mond. Und zwar hier. Ein Kommandotan in Holo, seht ihr? Das coole Holo-Muster. Coole Karte, oder? So. Und noch eine coolere Karte habe ich aber in der Serie Dampfkessel gezogen. Ich zeige euch mal eben. Geht immer zu, das Album. Hier. Seht ihr? Ich habe ein Mega Gardevoir X Full Art, weil bei uns im Kindergeschäft gibt es nämlich ein Display mit Dampfkessel-Boostern. Da habe ich mir ab und zu mal welche gekauft. Aber ich habe eigentlich nie was richtig Gutes gefunden. Und dann kam immer der Pull, der alles reingehauen hat. Und zwar ein Mega Gardevoir X Full Art. Ja, und ich würde sagen, jetzt kaufe ich mir erstmal keine Dampfkessel-Booster, weil ich die Serie schon allmählich fast vollständig habe. Aber ich sag mal, wenn ihr vielleicht noch Reverses, Holos oder EXs habt, dann könnt ihr mir ja mal schreiben, denn ich kann davon nämlich noch einige gebrauchen. Ja, so, diese Karten habe ich euch jetzt gezeigt und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Opening von der Amagargai EX-Box. So, dann fangen wir mal an. Gut, hier seht ihr sie nochmal ohne Folie. Also die Box ist jetzt ungefähr so 2-3 Monate alt und ich vermute mal, die ist ungefähr erschienen, wo Dampfkessel gerade aktuell war, weil das ist nämlich der neueste Booster hier drin. Ja gut, die hat jetzt leider einen kleinen Knick in der Hinterseite, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich zeige euch nochmal eben den Text. Wenn ihr den lesen wollt, könnt ihr mal auf Pause drücken, aber ich will den jetzt erstmal nicht vorlesen, das würde jetzt zu lange dauern. So, ich würde sagen, dann packen wir mal die Box aus. Ich glaube, das geht jetzt so, oder? Ja, müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufreißen. Wie bei der Schön und das Rayquaza Xbox. Ich glaube, da ging es auch so. Hey, da steht irgendwas. Wartet mal, was steht denn da? German Aurorus Xbox? Was soll das denn heißen? Aurorus? Ha, egal. So. Wir haben die jetzt ausgepackt und hier ist der Inhalt. Den machen wir mal eben auf. So Leute, zunächst zeige ich euch nämlich jetzt erstmal die coole Amagargai X Promo Karte. Eine richtig neue coole Promo Karte für mein Album. So. Also, seht mal. Wir haben hier ein Amagargai X, also eben als Promo Karte. Und zwar mit 180 KP. Der Attacke Frostiges Amulett,
Dann der At also warte, nee, das ist ja keine Attacke, sondern eine Fähigkeit. Also die Fähigkeit frostiges Amulett und eben die Attacke Kristallhauch mit 160 Schaden. Dieses Pokémon kann während deines nächsten Zuges nicht angreifen. Ja, also Kristallhauch ist eine gute Attacke und hat die XY-Nummer 102. Also die Promo-Nummer. Ja. Das hier ist nochmal dieselbe Karte in groß. Ja, seht ihr? Amagaga X. So, die Karten habe ich jetzt mal nach hinten gelegt. Ja. Und nun kommen wir endlich zu unseren vier Boostern. Also, wir haben einmal Dampfkessel. Dann haben wir Turbofieber. Und nochmal Turbofieber. Und einmal Schicksalsschmiede. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den beiden Turbofieber-Boostern an. Und dann können wir einfach mal starten. So, hier haben wir ein Quaijutsu Turbo Artwork auf dem Booster hinten drauf. Und der geht schon relativ einfach auf. Mann, ich hoffe echt, dass wir diesmal was Gutes ziehen. Das wäre so cool, wenn ich mal wieder eine X ziehen würde oder eine Turbo oder so. Oder eben auch eine Holo, geht auch. Ja, und wir haben ein Traumato, ein Muschas, ein Zerpurzer, ein Rapsrapz, ein Froxy, ein Fermikula, ein Domiesel, ein Fornifras, ich glaube, die haben wir auch schon letztes Mal gezogen. Dann haben wir einen Mogelbaum und oh, da sehe ich schon was. Oh Leute, jetzt bin ich echt gespannt, was ist es denn da hinten? Ein Mana 4X! Cool! Mana 4X ist eine schöne Karte. Boah, also da bin ich echt schon zufrieden für die Box. Ich meine, das wäre natürlich cool, wenn wir noch mehr gute Karten kriegen. Aber ne, X ist schon cool. Ich würde sagen, ich sortiere die Karten mal kurz. Hier die Reverses, da die Rares und da die normalen Karten. Ja. Kommen wir zum nächsten Booster. Mann, aber sowas ist jetzt echt cool. Ich habe mal wieder eine X gezogen. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Also, wir haben ein Pipi mit einem, ich glaube, da ist ein Hypno im Hintergrund. Als ihr das seht hier. Dann haben wir einen Schallquap, ein Parfi, nochmal ein Traumato, ein Muschas, ein Professor Platan, ein Gyarados Geistesbund. Passend zu dem Mega Gyarados EX, was ich schon mal gezogen habe. Dann haben wir ein paar Finesse, ein Pipi Reverse und die Rare ist ein. Oh, ein Tentantel. Ist jetzt nicht der beste Pull, aber es geht eigentlich. So. Wir haben noch Schicksalsschmiede und Dampfkessel. Auf Schicksalsschmiede habe ich mich besonders gefreut, denn da brauche ich noch einige Karten. Weil, wenn ihr, ich glaube, mein achtes Video schon gesehen habt, ich glaube, da habe ich ja meine Sammlung gezeigt und habe dann auch gesagt, dass ich bei Schicksalsschmiede erst drei oder vier Booster aufgemacht habe. Das heißt, da habe ich jetzt noch nicht so viele Karten. Aber ja, immer wieder gut, oder? Wenn man ein bisschen ein paar neue Karten kriegt. Wir haben einen Finks, einen Molly Morba, einen Spoink, oh, ein Monozyto mit einem Muschas im Hintergrund. Was, nur 30 KP? Niedlich. Dann haben wir einen Vitora. Jetzt kommen die Ankommens. Da haben wir einen N. Ein Refladero. Oh, ein Kabutos Domfossil. Ein Pantymos ist die Reverse. Oh, das ist eine Rare-Karte. Cool. Und die Rare ist. Oh, das gibt's nicht! Ein Mega Altaria X! Boah, das ist eine der schönsten Karten der Serie! Mann, das glaube ich ja nicht! Wir haben schon die zweite EX aus der Box gezogen. Seht ihr? Die zweite EX schon. Mann, ich bin so dermaßen zufrieden jetzt schon. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir haben auch nur Reverse Rare. Ja, dann machen wir noch Dampfkessel zum letzten auf.
Bei Dampfkessel habe ich euch ja gesagt, da brauche ich nicht mehr so viele Karten. Und von den Commons und Uncommons habe ich eigentlich alle, vielleicht außer ein paar Reverse-Karten. Aber ich sag mal, von den Rares und so, da brauche ich eben noch einige. Und von den Reverses, wir haben ein Chalelos, ein Mankey, ein Griffel, ein Driftlon. Warte mal, ich habe gerade den Kartentrick irgendwie versaut. Wir haben ein Skelabra Holo? Cool. Warte mal. Dann haben wir eben noch ein Ressladero, ein Hubelupf, ein bezauberndes Poffley, ein Samurze, ein Reverse Naskmet. Ja, da habe ich wirklich den Kartentrick versaut. Weil ich habe die Holo nämlich mitten im Booster gefunden, obwohl das eigentlich die Rare ist. Yep, wir sind durch. Wir haben mega gute Pulls gemacht, wirklich. Seht mal. Wir haben ein Skelabra Holo gezogen. Dann ein Mega Altaria EX. Und ein Manaphy EX. So, nochmal kurz alle zusammen. Seht es euch nochmal an. Dieses Skelabra Holo hier, das Nephew auch, glaube ich, neulich mal gezogen. Hier. Ich meine, ich mag ja Skelabra und deswegen ist das ja besonders cool. Mega Altaria EX ist aber mit Abstand der beste Pull für heute gewesen. Und Manaphy EX ist aber auch cool. Ja, im nächsten Video könnt ihr euch bestimmt schon denken, was wir da aufmachen. Und zwar werden wir da die Optimum Zigarre Pin Kollektion aufmachen. Mit zwei Boostern von Evolution und einem Booster von Sonne und Mond. Das sind unsere Pulls für heute. Mega coole Pulls. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.